Wir sind hier Hofweg von Esslingen Berkheim zur K1215. Wir sind alarmiert worden zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW, einer eingeklemmten Person. Vor Ort war die Lage so bestätigt worden, dass eine Person noch im Fahrzeug eingeklemmt war. Das Fahrzeug lag auf der Seite. Es wurde eine Rettungsöffnung geschaffen, in dem das Dach des Fahrzeugs entfernt wurde. Parallel dazu wurde das Fahrzeug abgestützt, sodass es nicht umfallen konnte während der Rettungsarbeiten. Die grundsätzliche Schwierigkeit nicht, das dauert einfach, bis so ein Dach entfernt ist, weil alle sechs Holme, also alle sechs Säulen mussten entfernt werden, um eben das Dach hier wegnehmen zu können. Der Rückzug der Feuerwehr Esslingen mit 5 Fahrzeugen und 18 Mann, dazu zur Unterstützung der Rüstwagen der Feuerwehr Ostfildern mit 5 Einsatzkräften und der Mannschaftstransportwagen von Ostfildern. Nun, nachdem der Patient jetzt befreit und im Rettungsdienst übergeben ist, werden jetzt Aufräumarbeiten an der Einsatzstelle erfolgen, die Datenaufnahme, und dann wird die Feuerwehr wieder einrücken. Ja, der Rettungsdienst wurde hier um 11.30 Uhr, kurz nach 11.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall alarmiert nach Esslingen-Berkheim. Hier ist ein PKW schwer verunfallt, und in der Erstmeldung war schon bekannt, dass der Fahrer im Fahrzeug noch eingeklemmt war. Ja, beim Eintreffen der ersten Kräfte war es so, dass das Fahrzeug auf der Seite lag. Es hat noch keinen richtig guten Zugang zum Patient gegeben. Die Feuerwehr, die natürlich gleich mitalarmiert war, hat das Fahrzeug entsprechend abgesichert. Unsere Einsatzkräfte haben dann den Patient untersucht, erst versorgt, und es gab dann eine entsprechende Rettung durch die Feuerwehr und dann eine Übergabe des Verletzten an unsere Besatzung. Im Rettungswagen wurde der Patient dann entsprechend versorgt und stabilisiert. Und zum Transport und als Notarztzubringer war noch ein Rettungshubschrauber hier an der Einsatzstelle aus Leonberg. Der hat den Patienten jetzt nach Stuttgart in einen Schockraum transportiert. Der Rettungsdienst war hier mit 2 Rettungswagen, der Rettungshubschrauber als Notarztzubringer und dann als Transportmittel und ich als Einsatzleiter. Die Schwierigkeit war tatsächlich der Zugang zum Patienten. Das war am Anfang erschwert. Die Rettungswagenbesatzung, die hier vor Ort waren, haben hier gemeinsam die Versorgung so abgebildet, wie es möglich war. Tatsächlich konnten wir den Patienten dann erst richtig versorgen, nachdem er aus dem Fahrzeug befreit war. Also aktuell gehen wir davon aus, dass er lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat.